Das darf doch echt nicht wahr. Hier oben. Okay, das, wie sie jetzt da runterfällt. Oh je. Ob das gut verlaufen wird. Nee, der kommt gleich von rechts. Nein! Ich hätte den Speer nehmen sollen. Boah, das wird verdammt knapp. Oh, ich hasse Daumen smashen. Schmeiß den runter! Hoffentlich überlebt's Ethan. Hinter dir. Nein! Glück gehabt. Wow. Okay, er wird runterfallen. Es ist doch Ethan. Und er fällt selber ins Wasser. Was für eine Ironie dabei. Boah, das hat mich jetzt echt geschockt. Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Kind gerettet. Thomas lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Er war vom mutmaßlichen Origami-Killer in einem Schacht festgehalten worden. Der große Erfolg dieses Einsatzes war nur möglich dank der Tapferkeit von Ethan Mars, der selbst bisher unter Mordverdacht stand. Nur mit Hilfe seines Muts und seiner Beharrlichkeit gelang ihm die Vereitelung der Pläne des Origami-Killers. Der Commissioner selbst entschuldigte sich heute öffentlich bei ihm. Die Schlagzeile des Tages. Laut offiziellen Polizeiangaben ist der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert. Scott Shelby, 48, ehemaliger Lieutenant. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Sagen wir mal, ein Freund hat ein bisschen geholfen. Wenn wir wollen, gehört's uns. Hey Dad, ich hab mein Zimmer gefunden. Na, wie ist es? Es ist perfekt, Ethan.
Wir werden alles vergessen können. Ein ganz normales Leben führen und irgendwann wird uns alles wie ein böser Traum erscheinen. Wir haben es uns verdient, glücklich zu sein. Wir alle drei. Haben Sie sich das wirklich gut überlegt, Norman? Sie haben eine vielversprechende Karriere vor sich. Es ist schade, dass... Bei allem Respekt, Sir. Das habe ich getan. Ich brauche sowas wie ein normales Leben. Ich habe mich da viel zu sehr hineinziehen lassen. Ich brauche Abstand. Für eine ganze Weile. Werden Sie zum FBI zurückkehren? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts versprechen. Sie können Ihr ARI behalten. Das Modell wird abgesetzt. Nächsten Monat kommt ein neues. Ich denke, ich werde es lieber zurückgeben. Es ist wirklich sehr verlockend, aber es wird mir wenig helfen. Da, wo ich hingehen werde. Da draußen. Wie Sie wollen. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen, Norman. Das hoffe ich auch. Mein Sohnsgott. Hast du daran gedacht, als ich in deinen Armen lag? Warum hast du das nur getan, Scott? Es gibt keine Entschuldigung dafür. So Leute, das war ganz offiziell Heavy Rain. Ja, man muss sagen, es ist ein sehr, sehr kontroverses Spiel und von der Story her richtig genial inszeniert. Also, ich bin echt fassungslos, dass man erst wirklich am Schluss herausgefunden hat, wer wirklich dieser Origami-Killer war. Und dass es er war, hätte ich echt wirklich nicht erwartet, dass es Scott war. Klar hat man dann Scott, aber ich bin trotzdem immer noch nicht drauf gekommen. Das war so richtig diese Offenbarung auf einmal. Ich bin echt fasziniert von dem Spiel. Ich muss auch sagen, dass es sogar besser war wie Beyond Two Souls. Es ist halt auch was ganz anderes, wenn man mal ehrlich ist. Beyond Two Souls war auch ja wirklich auch was ganz, ganz anderes. Aber trotzdem, es war wirklich richtig cool, es zu spielen und sehr interessant. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Einschauen hier bei Twitch TV, natürlich bei diesem Livestream, genauso auf YouTube bei mir hier beim Let's Play. Natürlich, wie tue ich dieses Spiel einstufen? Ich würde sagen, eine gute 8 von 9 ist auf jeden Fall sehr, sehr gerechtfertigt. Das würde ich auf jeden Fall mal so formulieren. 8 von 10 ist sehr, sehr gerechtfertigt. Weil, wenn ich schon, sag mal, was kritisieren würde von diesem Spiel,
ist auf jeden Fall die Steuerung. Ab und zu war sie sehr, sehr, sehr beschissen gemacht. Aber storytechnisch und was uns hier geboten worden ist, hier die drei Livestreams, war echt phänomenal und grandios. Ansonsten habe ich eigentlich viel nicht mehr zu sagen. Ich beende hier mit der YouTube-Aufnahme. Danke euch vielmals fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Livestream mit einem neuen Spiel. Euer gut gelaunter Moderator David sagt Tschüssi, aha, Kowski.